Geht's wieder los. Ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Format Infotainment M-Point Professional. Mitglieder stellen sich vor. Heute zu Gast Udo Gast. Udo, ich freue mich, der muss da einfach sein. Ich freue mich riesig, dass du heute Morgen dabei bist. Ich gebe noch eine Ergänzung. Ich bin ja der Gastredner aus Lüneburg. Was der sagst Gastredner du? Der Gastredner aus Lüneburg, ja? Ich merke schon, das werden spannende Minütchen hier werden. Wir fangen mal einfach an. Erzähl mal ganz kurz, im Vorgespräch hat man erzählt, gebürtiger Berliner, dann nach Lüneburg, in die Nähe von Lüneburg. Ganz kurz den Werdegang, dass man so ein bisschen was weiß von dir. Ja, du, also Berliner, das ist lange her, das kann man nicht mehr hören, nur wenn ich das will. Und jetzt bin ich ja, nachdem ich mal Medizin studieren wollte, habe ich Rettungssanitäter, Krankenpflege. Also für mich war das Thema Verantwortung immer wichtig. Verantwortung übernehmen in meinem Leben, im Kindergottesdienst und ähnliches schon. Und deswegen wollte ich Medizin studieren. Mit 2,6 wird das nichts. Mit 2,6 wird das nichts. Ja, ne? Ist ganz klar. Ja, was machst du? Du bist erstmal Krankenpfleger auf der Intensivstation. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir jetzt sehr, sehr auch zu Pass kommt. Menschen sind in Not, die stehen zwischen Leben und Tod. Ich habe sehr oft an der Schwelle zwischen Leben und Tod den Menschen geholfen, sie begleitet. Und das macht etwas mit dir. Vor allen Dingen lernst du als Unternehmer später, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, auch mal die falschen Entscheidungen zu treffen, aber die schnell zu treffen. Das habe ich gelernt. Und dann wollte ich mal, habe ich gesagt, also ich muss doch noch was anderes machen. Medizin ging dann nicht mehr, dann wollte ich ins Krankenhausmanagement. Dann habe ich hier in Lüneburg Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, mit der Absicht, da gehst du ins Management. Ja, und wenn du das so machst, studierst, und wir hatten glücklicherweise nebenbei so einen kleinen Automatenbetrieb. Automaten heißt nicht Spielautomaten. Durch deinen Vater, ne? Hast du erzählt. Verpflegungsautomaten, genau. Ja. Der hat bei der Coca-Cola gearbeitet und wir haben gesagt nebenbei, Werner, du kümmerst dich um die Heißgetränke. Ja, und das haben wir gemacht. Da hatten wir 30 Automaten Heißgetränke. Und ich habe gesagt, weißt du was, Papa? Du brauchst kein Geld für mein Studium bezahlen. Du hast eine Ausbildung bezahlt. Ich mache deinen Techniker, deinen Füller. Und dann habe ich das gemacht während des Studiums. Okay. Vor den Vorlesungen, nach den Vorlesungen habe ich das beseitigt an Fehlern, die ich so vorher gemacht habe. Ja, und am Ende des Studiums, dann denkst du, du bist doch bescheuert, wenn du jetzt nochmal in den öffentlichen Dienst gehst. Was? Das ist doch doof. Mach doch was selber. Also wurde ich selbstständig und wir haben mittlerweile eines der größten Automatenbetriebe, Verpflegungsautomaten in Norddeutschland, Gastautomaten. Unser Slogan war immer, wir bringen Gastlichkeit an ihren Arbeitsplatz. Da bin ich mittlerweile nur noch Gesellschafter, habe mich auf dem aktiven Part herausgezogen, um das zu machen, wozu ich Lust habe und womit ich Menschen begleiten kann. Das ist die Historie, das heißt, ich schon in einem Unternehmerhaushalt gewissermaßen mit aufgewachsen, das auch schon von der Pike auf so mitbekommen, dann selbst Geschäftsführer und der Gesellschafter gewesen, heute bist du Gesellschafter, dadurch hast aber deine Leidenschaft dann weiterentwickelt, das, was auch am Anfang dieses Menschen helfen, Menschen weiterentwickeln, ist dein Thema, erzähl mal dazu was. Also Menschen, genau, Menschen begleiten, das ist immer das, was ich schon immer gemacht habe, das zu verbinden, Unternehmer begleiten, aber auch Menschen, die auf der Suche sind, in der Karriere sagt, oh, ich habe neulich wieder Gespräche geführt mit jemandem, die sagt, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, was ich tun soll, mein Mann ist gestorben, kannst du mir helfen? Dann gucken wir einfach Schritt für Schritt. Ich habe dazu natürlich ein paar Zusatzausbildungen gemacht, Heilpraktiker, Psychotherapie und Hypnose, Master und therapeutische Hypnose, Ringwave. Also mit all diesen Werkzeugen kann man bei den einzelnen Personen gucken. Aber wie schön ist das, wenn man das auch in den Unternehmer Kreis bringen kann. Denn ich berate ja Unternehmer und nicht Unternehmen. Ich spreche also mit dem Reiter und nicht mit dem Pferd, nicht mit der Institution. Also Jogi Löw spricht auch mit seiner Mannschaft, aber das hat er leider nicht so gut mit der Umsetzung geklappt. Lassen wir mal Jogi Löw jetzt zur Seite. Er ist ja auch schon fast Geschichte, hätte ich mal fast gesagt. So, aber es geht ja immer weiter. Trotzdem, du hast etwas Tolles entwickelt. Und zwar hast du das EVA-Modell entwickelt. Eva steht für was? Was hast du da gemacht? Eva steht für, ja, sagst du Eva, mit Adam haben wir angefangen, Angebote durchdrücken am Markt, funktioniert nicht mehr. Was ist mit Eva? Also, profan, Eva heißt eigentlich nur, Erfolg braucht Verantwortung. Und dazu habe ich ein Modell entwickelt,
wo man systematisch in Unternehmen, aber auch in der Persönlichkeit guckt, was macht denn Unternehmer erfolgreich, was macht Menschen erfolgreich. Und da gibt es so 8 Punkte, will ich nur ganz kurz aufzählen, da geht es um die Vision, du musst wissen, musst ein Bild haben, wo du hingehst, da musst du eine Strategie daraus entwickeln. Wenn du das hast, musst du wissen, Führung, ob es Selbstführung geht, brauche ich Leute in der Führung, dann ist es sehr, sehr wichtig, eine Wertekultur zu haben. Viele Unternehmen, die vermissen, das muss in den Mitarbeiter getragen werden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Dann brauchen wir eine Struktur, wie bauen wir was auf, wie brauchen wir Angebote und ähnliche Dinge. Und dann geht es etwas, was heute sehr, sehr wichtig ist. Das haben wir gerade jetzt in der Krise gemerkt, Innovation. Viele haben das nicht. Wir müssen das systematisieren. Wir müssen gucken in unserem Unternehmen, wie schaffen wir Routine für Innovation? Welche Qualität haben wir? Und da geht es nicht nur um Produktqualität. Die Qualität fängt an bei der Einstellung der Mitarbeiter. Wie machen wir das? Wie bilden wir die weiter? Und der letzte Punkt und eine der wichtigsten ist die Kommunikation. Wie kommuniziere ich nach draußen das, was ich sage, gibt es da Leitlinien? Also ein sehr, sehr komplexes Modell, was nur so sag einfach. Sag mir mal, wie siehst du modernes Unternehmertum? Ist das auf die Soft Skills ausgerichtet, flache Hierarchien, Beratungs... früher hat man gesagt, sind häufig beratungsresistent, aber beratungsaffin, dass man sich da Experten dazu holt. Wie siehst du das? Absolut. Also das ist einfach so, es greift, das kannst du dir vorstellen, wie ein Zahnrad ineinander. Früher war der Chef oben, hat gesagt, wir machen das. Das funktioniert heute nicht mehr. Mitarbeiter wollen gefragt werden, ob sie geführt werden dürfen. Das hat sich total geändert. Das heißt, darauf, auf diese Situation müssen wir eingehen. Gerade als Unternehmer. Wir müssen gucken, wie kann ich denn das Potenzial nutzen? Das kennst du ja bei deinen Kindern beispielsweise. Die haben wunderbares Potenzial. Die können Geige spielen oder ähnliches. Und Papa sagt, nee, machst du nicht. Du gehst zum Fußball. Das funktioniert nicht. Also ich muss gucken, welches Potenzial haben meine Mitarbeiter. Da schaue ich rein. Und was kann ich damit machen? Da können sich Dinge entwickeln, die wir gar nicht ahnen. Wir sind nicht nur die Leute wie Elon Musk, die sagen, wir machen das. Auch ein Elon Musk, der nimmt das Potenzial seiner Mitarbeiter. Und da braucht man oft jemanden, der die begleitet und sagt, schauen wir mal, von außen gucken, so hier, Vogelperspektive. Wie kann man an dich herankommen? Wie kann man dich buchen? Ich sehe hier oben Gastredner. Ist das deine Website oder was ist das für also, Sache? Also, bei mir ist es ganz einfach. Du gibst einfach bei Dr. Google Udo Gast ein und dann kommt alles, was du wissen willst. Mehr brauchst du nicht wissen. Udo Gast, dann kommt Gastredner, dann kommen Videos, dann kommt Podcast. Ich mache ja auch einen Podcast, Erfolg braucht Verantwortung zu all diesen mit vielen Leuten, mit Dirk Rossmann zum Beispiel oder unserem niedersächsischen Minister Althusmann und vielen anderen. Also so findet man mich. Ja, ich will, also zum einen gehst du in Betriebe, beziehungsweise schaust von außen, sprichst mit dem Reiter, nicht mit dem Pferd, ist auch verständlich. Aber ich will noch eine Geschichte haben. Du bist auch auf Bühnen unterwegs. Ne? Was ist da? Ist das deine Leidenschaft oder was ist da der Hintergrund? Ich habe ja schon immer gequatscht. Schon im Kindergottesdienst habe ich anderen Freude bereitet und habe erzählt. Und du merkst ja selber, es fällt mir nicht schwer. Also ganz spontan, irgendjemand gibt mir ein Thema und ich rede darüber. Ist mir völlig egal. Ich mache das, weil ich habe keine Angst davor. Viele Leute haben ja Angst und Respekt. Oh, mit anderen sprechen. Das tue ich nicht. Und meine Intention ist es, Menschen Beispiel zu geben, Mut zu machen. Sag doch etwas. Wenn du etwas nicht nur, wenn du reden kannst, wenn du was zu sagen hast, dann gehst du auf die Bühne und erzählst davon. Ich war jetzt neulich hier bei Hermann Scherer beim Speaker Slam. 7 Minuten. Zack, 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 zack. Menschen Impulse geben, zu inspirieren. Und wir sind demnächst wieder bei der Nacht der Redner. Also, das ist Spaß. Den nehmen wir auch noch mit. Was ist die Nacht der Redner? Was ist das? Das macht Achim Griesel. Ich habe ja auch eine Nacht der Redner gemacht. Ich hatte meine WM nach Wissen, Musik, Motivation, haben wir 2019 gemacht. Hätte auch jetzt wieder stattgefunden. Aber dann Corona eben nicht. Aber das wird vielleicht wieder live im Großraum. Das waren hier 9 Speaker und 3 Music Acts. Und jetzt Nacht der Redner macht der Kollege Achim Griesel. Finde ich eine tolle Sache. Am 4.8. bin ich dabei. Und er erzähle in 20 Minuten von Adam zu Eva. Was ist das? Was macht Udo, wenn man dich bucht, das merke ich schon, kriegt man eine Menge Dampf, Push, Power, Innovation, frische Ideen garantiert. Also langweilig wird es garantiert nicht. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass meine Zeit schon wieder zu Ende geht.
Es waren aber auf jeden Fall sehr, sehr spannende 10 Minuten. Und ich kann allen, da wir uns natürlich auch persönlich kennen, ist ganz klar, in dir einen Menschen empfehlen, der sehr empathisch ist, der sich sehr schnell in Vorgänge auch eindenken und einarbeiten kann. Das ist ja das, was letztendlich sich auch auszeichnet. Und dann sicherlich sprudelnde Ideen bringt, wie es für den Unternehmer in unseren Unternehmerkreisen, die so in der Betriebsgröße 0 so bis 250 Mitarbeiter um und bei, das sind ja die auch, die sich bei Mpoint hier auf dem Portal engagieren. Das ist genau diese Zielgruppe, die für Udo, das kann der Kleine sein, der den Impuls braucht, es kann das Größere, der Vorstand sein, der mal sagt, schau doch mal mit mir von da draußen drauf, was wir da machen können. Das ist genau, glaube ich, deine Zielgruppe und so auf den Punkt gebracht. Dann habe ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das müssen wir